Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem kleinen Häppchen Runes of Magic. Ja, jetzt, ich muss dabei ein bisschen dran arbeiten, aber irgendwann kriege ich diese Begrüßung auch noch hin. Vor allem, ich denke in mehreren Monaten noch dran, dass das jetzt umbenannt wird in kleine Häppchen. Also in mehreren Monaten, falls ich das nächste Mal in mehreren Monaten aufnehme und nicht irgendwie nächste Woche oder so. Ich weiß es halt noch überhaupt nicht, wann ich das nächste Mal aufnehme. Deshalb nenne ich es jetzt immer ein bisschen vorsichtig. Jo. Maximallevel 100. Ja, bis wir so weit sind, dauert es noch. Endgegen unendlich oder so. Wenn das so weitergeht, zumindest wie jetzt. Ich meine, es gibt ja immer wieder so Phasen, wo ich dann richtig gut und schnell vorangeschossen bin mit euch. Oder wir gemeinsam vorangeschossen sind. Und dann gibt es ja Phasen, wo sich halt ewig nichts getan hat. Da herkommt, weil halt keine Zeit zum Aufnehmen und so. Bin ja schon mal froh, dass wir mit dem Baumknuddler gut vorankommen. Das größere Projekt, Soon mit der 300. Folge, ist aktuell erstmal richtig auf Eis, weil ja jetzt sich, da gab es auch noch ein paar wieder Umstrukturierungen, auch noch mit dem Event-Team und so. Und ich habe allgemein auch noch nicht wieder Kontakt aufgenommen, das muss ich vielleicht irgendwann mal wieder machen. Und nochmal nachfragen wegen. Aber dazu möchte ich erstmal wieder eine mehr oder weniger regelmäßige Folgenmenge nachweisen können. Und das kann ich aktuell noch nicht mal annähernd. Da brauche ich erstmal wieder mehr Zeit für. Aber die 300. Folge ist definitiv nicht aufgehoben. Die ist nur bis in eine unbekannte Ewigkeit aufgeschoben. Wir werden auf jeden Fall in irgendeinem ja, Marathon mal die komplette Küste der Küste der Weglagen. So, Küste der Weglagen heißt das Ding. Die komplette Küste der Weglagen durchquesten mit dem lieben Soon. Eigentlich ist der Name schon fast ein Wortspiel. Fällt mir gerade so ein. Ne, Soon. Wenn man das statt mit T mit S schreiben würde, ist es genau das Spiegelbild des Let's Plays. Soon. Irgendwann, bald wird das schon passieren. Ja. Ja, in der Zwischenzeit jetzt, während ich mal so, ich sag mal, eine lange Zeit abwesend war, war ich auch. Wie oft war ich im Urlaub? Mindestens zweimal. Ja, zweimal war ich in Kurzurlauben. Das eine Wochenende war ich mal in Amsterdam mit einem Kumpel gewesen. Ja, es ist eine Stadt, eine ziemlich volle Stadt. Und ach du Scheiße, ist das ein Verkehrschaos dort. Boah, ich bin einfach nicht aus dem Kopfschütteln rausgekommen, die ganzen Tage über. Also so chaotisch und katastrophal, chaotisch, wie da die ganzen Fahrradfahrer fahren. Boah, ich. Also Autofahrer will ich in der Stadt auf gar keinen Fall sein, aber ich will auch kein Fahrradfahrer sein. Ich habe mich als Fußgänger schon unwohl gefühlt. Boah, war das schlimm. Alter Verwalter. Nicht nach rechts geguckt, nicht nach links geguckt, auf einmal von links nach rechts schießt ein Fahrradfahrer rüber und oh Gott, oh Gott. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Naja, aber es war auch mal ganz interessant, da die Stadt ein bisschen zu erkunden. Vor allem fand ich jetzt solche Dinge interessant, wie die Kirche, die da komplett in einem Haus eingebaut ist und dort versteckt ist. Für all diejenigen, die vielleicht Amsterdam kennen, was ich auch schön fand, war das This is Holland. Das ist so ein 4 oder 5D, je nachdem, wie man halt die Ds zählt, Kino. Erlebnis, wo man dann über Holland drüber hinwegfliegt und so ein bisschen was über die Geschichte von komplett Holland erfährt. Ja. Ansonsten. Ja gut, ne, diese Lieblingsfrage, die man immer gerne jedem stellt, der mal in Amsterdam oder in Holland war. Und hast du es mal ausprobiert? Ja, ich habe nichts gemerkt. Bei mir war das Ganze wirkungslos. Ein Kumpel hat Herzrasen bekommen. Gut, da hat es aber auch mit ein paar Medikamenten gewechselt wirkt. Aber ich habe nichts gemerkt davon.
All diejenigen, die jetzt nicht wissen, worum es geht, ihr werdet das schon noch erfahren. Irgendwann werdet ihr das schon noch wissen, was ich jetzt genau meine. So, wir gucken jetzt erstmal kurz die Bildübertragung hier an. So, mit dem muss ich jetzt quatschen und so. Sondergesandte, die Lage ist besorgniserregend. So, bis zur Brücke nach vorne, okay. Huch, muss ich dir folgen? Nee, ich muss dir nicht folgen. Alles klar, dann gehen wir jetzt mal hoch zur Brücke. Ja, genau, da war ich. Und dann ansonsten, die Großeltern meiner Freundin machen gerne jedes Jahr so einen Familienurlaub und dort werde ich dann halt auch immer mit eingeladen. Und da waren wir dann über Ostern in Brandenburg auf der Havel unterwegs mit Bungalowbooten. Das war auch ganz cool. Und ich habe vor allem ultra viel in der Hängematte gesessen. So. Gut, ich bin bereit. Okay. So. Okay, jetzt geht's los. Endlich. Ja, genau. Ein komplettes Wochenende, also komplette Osterwochenende durchgängig in der Hängematte zu liegen, das hatte auch mal was so zur Abwechslung. Ja. Da bin ich wirklich tiefenentspannt gewesen und habe auch mal endlich mal geschafft, mal so ein bisschen in den Büchern voranzukommen, die ich noch alle zu lesen habe. Ich habe sie noch bei weitem noch nicht durchgelesen, aber ich bin mal ein gutes Stückchen vorangeschossen. Das war mal echt notwendig, um es mal so zu sagen. So, wo muss ich jetzt hin? Ach, mit dem Meister Will reden. So, nehmen wir das Kettending wieder. Bam. Wendepunkt. Anomalienuntersuchungslager. Okay, nächste Untersuchungslager. Das ist gut. Da kommen wir nämlich jetzt dann eh hin. Uiuiui, schaffe ich es vielleicht heute nochmal die Merlin-Tundra fertig zu machen. Dass sowas, dass ich davon noch ausgehen kann, dass sowas mal passieren könnte. Eieiei. Aber gut, ist ja auch mal schön, wieder ein Stückchen voranzukommen. Vor allem jetzt verlassen wir dann bald auch wirklich den Bereich, den ich hier wirklich gut kenne von Rom und kommen in eine gänzlich neue Zone, die ich noch nie. Ja, wir sind einmal durchgeritten, ne? Zu dem, ich glaube, fünfjährigen Special oder sowas. Also, ne, als ich da mit meinem damaligen Hauptcharakter durch alle möglichen Zonen durchgeritten bin, sind wir da einmal durchgekommen. Aber ansonsten ist die Zone komplett neu für mich. Ich meine, ich kann mich auch an keine Details mehr von damals erinnern. Das ist ja jetzt auch schon wieder Jährchen her oder sowas. 2, 3 Jährchen oder so? Wahrscheinlich. Boah, wenn man schon bedenkt, wie lange ich schon dieses Let's Play hier mache. Also, ich meine, 2012 habe ich ja mit EverQuest 2 angefangen vom Let's Play her. Und ich meine, Runes of Magic kam gar nicht so viel später. Das könnte Anfang 2013 oder sowas gewesen sein. Theoretisch, Let's Play ich Runes of Magic also schon seit 6 Jahren. Das müssen wir uns mal vorstellen. Zwar immer wieder mit langen Pausen, aber ja, wir verfolgen jetzt schon gemeinsam auf diesem Kanal. Und ich meine, genauso lange wird schon meine Lebensgeschichte hier im Prinzip irgendwo mit aufgezeichnet, weil ich ja auch immer ziemlich viel über mich erzähle während der Folgen. Auch weil es halt eine ganze Reihe an Leuten gibt, die da immer unglaublich neugierig sind. Was ich auch nicht schlecht finde, weil ich habe mich auch oft genug von anderen Let's Playern und sowas inspirieren lassen. Verlassener Grabstein. Achso, ist aber nur ein bisschen. So. Und fand so Geschichten eigentlich über Menschen und so, ihr Erlebnis und so eigentlich immer ganz interessant. So, jetzt gehen wir mal weiter.
mal ganz kurz vor B-Thema, aber wahrscheinlich müssen wir da in die Instanz rein. Das sind wahrscheinlich die Instanzen-Quests. Die werde ich dann dementsprechend erstmal nicht annehmen, weil wir ja auch nur begrenzt viele Quests immer mit uns rumschleppen können. Ich möchte nichtsdestotrotz mal kurz gucken. Ja, wir müssen nochmal einen Fruch des Heiligen Baums besorgen. Also nochmal Kugelmonster klopfen gehen. Schön. Ich glaube, wir kommen in keine Folge, in der wir nicht Kugelmonster klopfen müssen. Aktuell. Aber gut, das soll mir egal sein. Machen wir halt nochmal die Kugelmonster-Quest. Eigentlich könnten wir die auch mal jetzt als Tagesquest machen oder sowas, dann verlieren wir nicht ganz so viel. Ja, aber eigentlich möchte ich nachher noch mit dem Kundschafter, vielleicht noch Stufe 58? Nee, ich glaube 58 erreichen kann ich nicht. 2,5 Millionen macht man mit einmal Tagesfest. Wir kommen bis auf 20 Millionen dann dementsprechend. Nee, das passt nicht. Aber wir kommen zumindest noch mal ein gutes Stückchen voran mit dem Kundschafter. In Erfahrungspunkten von dem und so. Genau, und dafür will ich mir die Tagesfests aufheben. Obwohl andererseits, was ist denn eine Tagesfest? Machen wir es als Tagesfest. Die 600.000 Erfahrungspunkte können uns auch nicht schaden. Ja. Allmählich wird es auch unbequem hier zu sitzen. Ja. Sowas wäre ich gerne in meinem Büro. Im Büro habe ich einen richtig bequemen Stuhl. Da kann man stundenlang drin sitzen und schaffen und so weiter. Hier, jetzt habe ich so eine komische Eckbank, die halt alles andere als bequem ist, aber naja, es reicht aus. Ich meine, ich bin auch tatsächlich mittlerweile nicht mehr so viel Zeit des Tages und der Woche in meiner Wohnung. Das ist jetzt mal wieder eine Ausnahme, dass ich mein Wochenende hier in meiner Wohnung bin, weil ich sonst auch sehr viel in meiner freien Zeit bei meiner Freundin bin und so. Ja, also da auch immer viel mit ihr verbringe und unternehme und so weiter. Was ja auch gut ist. So ist es nicht. Also ich bin super glücklich. Eigentlich in jeglicher Hinsicht aktuell. Und so sollte es ja eigentlich auch sein. Lalala. Gut, gut. Dann machen wir gleich nochmal einen Folgencut. Also, ich schätze mal, ich werde jetzt heute doch so viele Folgen machen, dass wir die Märtyrer-Tundra, soweit es geht, fertig kriegen. Was dann wahrscheinlich dazu führen wird, dass wir, ja, wahrscheinlich hier so ein paar Tage lang Folgen haben. Ich meine, was ist für euch gar nicht so schlecht, denn dann sehen wir wieder ein bisschen was an Material. Und für mich ist es auch nicht so schlecht, denn ich habe mal wieder ein bisschen Spaß gehabt und freue mich ja auch immer, wenn die Leute tatsächlich doch noch immer noch nachfragen, wann geht es denn weiter und so. Ich kann das ja nachvollziehen und freue mich ja auch drüber. Es ist halt immer nur diese ganzen Zeitfaktoren. Ansonsten vielleicht nochmal da einen kleinen Exkurs zu. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, wie ich mir einen Fortran-Compiler besorgen wollte und sowas alles. Den habe ich auch tatsächlich bekommen. Das war am Ende des Tages kein großes Problem, den einfach neu zu kaufen und so weiter und so fort. Ja, und ich muss sagen, ich bin mit Fortran überraschend zufrieden. Also ich weiß nicht, was so viele Leute gegen Fortran haben. Wahrscheinlich haben die allermeisten, die Fortran hören, noch das alte Fortran 77 im Kopf, was halt ne, mit festen Zeilen und oder sich variablen Namen, die nicht länger als 8 Zeichen sein dürfen und so weiter, zu kämpfen hatte. Und die kennen halt gar nicht so das neuere Fortran,
wie jetzt alles nach Photon 95, das ja auch schon eigentlich alt ist, was halt unglaublich viel besser ist. Es hat halt nicht diesen Zwang, dass eine Zeile nur 80 Zeichen enthalten darf und was weiß ich mit den Variablen da, was ich sagte und sowas alles, sondern das ist da deutlich freier. Hat also eigentlich solche Beschränkungen gar nicht mehr so richtig. Es hat so ein paar kleinere objektorientierte Ansätze. Es ist keine volle objektorientierte Sprache, aber dafür ist es auch nie gedacht gewesen, sondern es ist halt eine Sprache zum Number Crunchen. Also Number Crunching kann Fortran enorm gut. Ich vergleiche es immer gerne mit MATLAB, was ja auch schon ein bisschen darauf optimiert ist, auch wenn das bei weitem nicht so ist wie jetzt andere kompilierte Sprachen oder sowas. Aber so im Vergleich zu MATLAB kriegt man aus Fortran, ohne sich Mühe zu geben, eigentlich meist Docker einen Faktor 10 an Performance Boost raus. Und das finde ich schon mal ganz schön enorm. Wenn ich dann noch mir noch überlege, was ich vielleicht noch rausholen könnte, wenn ich mir ein bisschen mehr Gedanken machen würde. Uiuiui. Und im Rahmen eines Forschungsprojekts brauche ich auch diese enorme Geschwindigkeit gerade. Also vielleicht da einen kleinen Exkurs zu. Obwohl, den machen wir dann in der nächsten Folge. Ich tease euch mal an. Wir reden in der nächsten Folge nochmal ein bisschen über Fortran. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.